Hallo liebe Tasty Food Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Fast, Easy and Tasty. Heute gibt es bei uns eine richtig leckere Kürbissuppe mit einem asiatischen Touch. Und wie wir die machen, das seht ihr jetzt. Und das sind unsere Zutaten. Ein Hokkaido-Kürbis, Karotten, Kartoffeln, Zwiebel, Zitrone, Ingwer, Gemüsebrühe, Kokosnussmilch, Kürbiskernöl, Sonnenblumenöl und Salz. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir starten mit der Fleißarbeit. Unser Kürbis, die Kartoffeln, die Karotten und die Zwiebel werden schön klein geschnitten. Das Schöne am Hokkaido-Kürbis ist, dass man ihn nicht schälen braucht. So spart man sich eine Menge Arbeit. Die Schale kann ohne Probleme mitgegessen werden. Sie wird richtig schön weich beim Kochen. Also reicht es, wenn wir den Kürbis einmal gründlich abwaschen. Die Kürbiskerne heben wir auf. Später werden sie dann angeröstet und sind dann ein richtig leckerer Crunch zur Suppe. Um unserer Suppe später eine leicht säuerliche Note zu geben, nutzen wir den Saft einer halben Zitrone. Das Wetter ist heute relativ schön, also können wir in unserer Außenküche brutzeln. Wenn ihr sehen möchtet, wie wir die Außenküche selber gebaut haben, schaut doch mal gerne in dem Video vorbei. Wir verlinken es euch oben in der Infobox. Die Fleißarbeiten sind schon erledigt, also geben wir die Zutaten in einen Topf. Und das Ganze kann jetzt für 15 bis 30 Minuten auf mittlerer Flamme köcheln. Die Kürbiskerne aus unserem Hokkaido haben wir ja aufgehoben. Sie werden jetzt in Sonnenblumenöl schön angeröstet. Nach 2 bis 3 Minuten bekommen die Kürbiskerne schon richtig Farbe. Achtet unbedingt darauf, dass sie euch nicht verbrennen. 30 Minuten sind rum. Das Gemüse ist richtig schön weich geworden und kann püriert werden. Jetzt geben wir noch die Kokosnussmilch und den Zitronensaft dazu. Schmecken noch mit einer Prise Salz ab. Und schon ist unsere leckere Kürbissuppe fertig und kann serviert werden. Jetzt kommen noch unsere gerösteten Kürbiskerne und ein bisschen Kürbiskernöl dazu. Und schon ist die leckere Suppe fertig. Und jetzt bin ich total gespannt, wie sie schmeckt.
Total lecker, wirklich richtig cremig und durch den Ingwer und die Kokosnussmilch hat es einen ganz tollen asiatischen Touch. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch gut schmecken und abonniert am besten gleich unseren Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Tschüss.